Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Ausgabe unseres noch neuen Formats ins Heft gezoomt. Vorstellen möchten wir Ihnen heute das Januarheft des Jahrgangs 2022 der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Insbesondere ein Format, das wir auch noch nicht allzu lange im Angebot haben, den VFZ-Schwerpunkt. Begrüßen möchte auch insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen Tobias Becker und Martina Steber, die den Schwerpunkt des Jahres 2022 organisiert haben, der unter der Überschrift steht Kulturen des Konservativen in der jüngsten Zeitgeschichte, das Beispiel Großbritannien. Was macht dieses Format Schwerpunkt so besonders? Sie wissen es ja, die Vierteljahrshefte kennen keine Themenhefte. Dafür veröffentlichen wir zu einem Thema konsekutiv vier Beiträge, die sich durch den ganzen Jahrgang ziehen. Und wir glauben, dass es dadurch möglich ist, auch ein Plus an Diskursivität zu schaffen. Tobias Becker, den ich als erstes begrüßen möchte, ist seit erst wenigen Wochen wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator der Graduiertenförderung bei der kooperierenden Konkurrenz, wenn ich so sagen darf, dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Zeitgeschichte Großbritanniens, die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts und die Geschichte der Populärkultur. Martina Steber ist stellvertretende Leiterin der Forschungsabteilung München des Instituts für Zeitgeschichte. Sie ist Privatdozentin an der Ludwig-Maximilians-Universität und Mitglied der Redaktion der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Ihre Forschungsschwerpunkte sind in der Geschichte Großbritanniens und der angelsächsischen Welt zu finden, in der Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus und in der Geschichte des Konservatismus. Ich sagte schon, der Schwerpunkt des Jahres 2022 steht unter Überschrift Kulturen des Konservativen in der jüngsten Zeitgeschichte. Martina, könntest du die Idee, die dahinter steht, etwas näher erläutern und uns die Frage beantworten, welche Erkenntnisse die Verknüpfung der Geschichte des Konservatismus mit der Geschichte der Populärkultur in der gegenwartsnahen Zeitgeschichte verspricht? Ja, der Konservatismus, und ich glaube, das ist wichtig, sich klar zu machen, war eben nicht nur ein politisches oder ein soziales Phänomen, sondern ganz, ganz wesentlich auch ein kulturelles. Im Selbstverständnis von Konservativen spielte die Kultur als Ausdruck von Individualität und Persönlichkeit, als kollektives Gut und als Teil von Lebensstilen seit jeher eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die US-amerikanische Forschung zum New Conservatism, also den Neuformierungen des Konservatismus seit den 50er Jahren, hat dies in vielen vorbildhaften Studien herausgearbeitet, während die europäische Konservatismusforschung die kulturelle Dimension bislang eher wenig beachtet hat. Und genau hierfür gibt unser Schwerpunkt nun erste Anstöße. Und gleichermaßen hat aber die Kulturgeschichtsschreibung konservative Strömungen und Stile bislang kaum beachtet. Und auch darauf möchte unser Schwerpunkt aufmerksam machen. Wir konzentrieren uns auf die Popkultur und damit auf eine Epochensignatur der jüngsten Zeitgeschichte. So wird dann etwa eine transnationale Dimension des Konservatismus fern von Parteibeziehungen oder Thinktanks deutlich, wird die Säkularisierung des Konservatismus in ganz neuer Weise fassbar oder auch die Bedeutung von Kulturindustrien für die Formierung eines neuen Konservatismus seit den 70er Jahren. Großbritannien, Herr Becker, spielt für den Schwerpunkt ja eine besondere Rolle. Und warum lässt sich gerade an dem Beispiel Großbritannien das Thema des Schwerpunkts so gut herausarbeiten? Und welche Impulse gingen vom Vereinigten Königreich aus, die über das Land hinausreichten? Vielen Dank, Herr Schlemmer. Wir haben ja, beziehungsweise der Schwerpunkt beruht ja auf einer Konferenz, die wir schon vor einigen Jahren am Deutschen Historischen Institut in London gemacht haben.
Und da hatten wir auch Beispiele aus anderen europäischen Ländern, aus Südeuropa, aus den USA. Und es ging uns schon damals ein bisschen darum, die Forschung, die Martina gerade beschrieben hat, die also in den USA und in Großbritannien schon wesentlich etablierter, also dass man über die Politikgeschichte hinaus in die Kulturgeschichte blickt und dort Verknüpfungen ausmacht, die auch auf Europa zu übertragen. Und jetzt hat sich in der Ausarbeitung des Schwerpunkts so ein bisschen herauskristallisiert, dass Großbritannien hier eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist, an dem man viele der Dinge, für die wir uns interessieren, aufzeigen kann mit Hinblick auf die Kulturen des Konservativen. Also einmal eben die schon erwähnte britische Forschung, die da bereits etablierter ist, zum anderen die Beispiele, die betrachtet werden. Und dann eben auch die Rolle Großbritanniens als Drehscheibe zwischen den USA und Europa, dass einige Dinge aus Europa über Großbritannien, genauer gesagt über London, ihren Weg in die USA finden und umgekehrt. Und zwei Beispiele, die wir im Heft drin haben, ist zum einen die Serie Yes Minister, später dann Yes Prime Minister, die also in den 1980er Jahren in Großbritannien groß eingeschlagen hat und die sich Nicolai Beers genauer anschaut, welche Rolle hier in den populären Medien einer Fernseh-Sitcom, welche Rolle hier Politik spielt und ganz spezifisch auch der Thatcherismus. Und die ähnlich spielt das auch eine Rolle in einem zweiten Beitrag von Amanda Eubanks-Winkler, wo es um den Komponisten, der allen bekannt sein dürfte, Andrew Lloyd Webber geht und den wir natürlich mit seinen Musicals assoziieren, der aber zum Beispiel auch für eine Party-Conference der Tories sozusagen die Parteihymne oder die Konferenzhymne geschrieben hat und sich auch sonst politisch meistens eher in konservativer Richtung verortet hat. Das Musical ist aber natürlich auch oft irgendwie im Vergleich jetzt zu anderen popkulturellen Stilen als eher konservativ betrachtet werden. Und natürlich geht es bei beiden diesen Beispielen auch ein Stück weit darum, wie sie dann in anderen Ländern aufgenommen wurden oder dort auch Entwicklungen angestoßen haben. Und um diese Analogien, aber auch diese Wanderungsbewegungen von Popkultur zwischen Großbritannien, Festlandseuropa und den USA. Ja, herzlichen Dank, Herr Becker, dass Sie uns auch so ein bisschen Einblick in den Fortgang des Schwerpunkts gegeben haben. Weil den ersten Aufsatz, der jetzt im Januarheft erscheint, den hast du verfasst, Martina, und er beschäftigt sich mit einem Very English Superstar. Meine Frage ist nun, wofür der britische Komponist, Dirigent und Produzent John Rutter steht, warum eignet es sich für euren Schwerpunkt und warum ist seine Version der populären Klassik geeignet, um die Kulturen des Konservativen zu erforschen? Ja, in der Tat handelt es sich bei John Rutter um einen eher außergewöhnlichen Superstar, um einen eher außergewöhnlichen Vertreter der Popkultur. Der Brite John Rutter, geboren 1945, gehört tatsächlich zu den bekanntesten Komponisten zeitgenössischer Sakralmusik. Seine Werke werden in Europa und Nordamerika und weit darüber hinaus gehört und vor allem aber auch gesungen. Rutter ist nämlich auf Chormusik spezialisiert. Über die engere kirchenmusikalische Landschaft hinaus hat er sich als Komponist populärer Weihnachtslieder einen Namen gemacht. Seine Carols, das heißt also Weihnachtslieder, die sich in eine britische Liedtradition einreihen, sind globale Verkaufsschlager der Unterhaltungsmusik. Sie zielen auf Kirche und Kaufhaus zugleich. Und um diese Musik John Rutters, die sich kompositorisch klar konservativ positioniert, haben sich nun verschiedene Kulturen des Konservativen gelegt, ohne dass das aber notwendigerweise der Fall sein muss. Sodass sich also an seinem Beispiel ganz unterschiedliche kulturelle Schichten des Konservatismus analysieren lassen, die, und das zeigt der Aufsatz, sehr charakteristisch für die jüngste Zeitgeschichte sind. Vielleicht greifen wir noch mal einen Punkt auf, weil Weihnachten vor der Tür steht, liegt es nahe, die Chorals und die Kompositionen und Konzerte
die Orta zu Weihnachten traditionell auf den Markt bringt oder gibt. Welche soziopolitische Dimension des Weihnachtsfests wird hier deutlich? Also tatsächlich sind Rutters Carols aus dem britischen Weihnachtsfest fast nicht mehr wegzudenken. Seine Musik gilt vielen Kommentatoren als Ausdruck der typischen, der wahren englischen Weihnacht. Tatsächlich gehört das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern zu den Eigenheiten der britischen Weihnachtskultur, ob im Chor oder bei Mitsingkonzerten bis hin zum großen, die Konzertsäle füllenden Event. Jeder, der vor Weihnachten mal in Großbritannien war, kennt das. John Rutter ist nicht von ungefähr King's College Cambridge verbunden, einem Zentrum der Kirchenmusik. Aus der berühmten Chapel des Colleges überträgt die BBC seit 1928 alljährlich an Heiligabend den anglikanischen Weihnachtsgottesdienst in alle Welt. A Festival of Nine Lessons and Carols wurde ganz schnell zum liturgischen Referenzpunkt des imperialen und dann des postimperialen Weihnachtsfestes. In ihr findet die Nationalisierung des Weihnachtsfests seinen markanten Ausdruck, die zugleich, und das ist eben sehr, sehr charakteristisch, über eine transnationale Seite verfügt. Und auch genau das zeigt sich an Rutters Carols, die in den USA oder in Australien oder in Südafrika oder in Neuseeland ähnlich erfolgreich sind wie im Vereinigten Königreich. Rutters Carols werden dabei als Ausdruck wahrer, der Zeit enthobener, immer gleicher Englishness, als Lebenskultur um Kirche, Dorf, Gemeinschaft und Familie, als pastorale und als rurale Idylle interpretiert. Die Realitäten der gegenwärtigen multikulturellen, multireligiösen und von tiefen politischen Gräben durchzogenen britischen Gesellschaft allerdings kommen in diesen Vorstellungen nicht vor. Sie sind ganz klassisch konservativ. Wer jetzt Lust bekommen hat, Rutters Kompositionen zu Weihnachten im Advent sich auch anzuhören und auch vor diesem Hintergrund vielleicht neu zu hören und neu zu sehen, der ist eigentlich nur ein Klick davon entfernt. Wir haben auf VFZ Online und aktuell mit Martina Steber zusammen eine kleine Auswahl, eine kleine Playlist zusammengestellt und möchten Sie einladen, das auch im Lichte dieses ins Heft gezoomt, sich einmal anzuhören. Herr Becker, Sie sind zwar erst im Oktober mit Ihrem Aufsatz dran, aber vielleicht geben Sie uns jetzt schon einen kurzen Appetizer, wenn ich so sagen darf. Ihr Beitrag wird sich mit Rock'n'Roll und Punk beschäftigen. Kulturen des Konservativen würde man hier ja auf den ersten Blick nicht unbedingt vermuten. Warum haben Sie diese Genres gewählt und wie passt das mit dem Rahmenthema des Schwerpunkts zusammen? Ja, wir haben es eigentlich genau deshalb gewählt, weil man das zunächst mal nicht assoziieren würde, weil man Rock'n'Roll und gerade auch Punkrock ganz spezifisch eben nicht als konservativ sehen würde, sondern genau als dem Gegenteil. Wir assoziieren das landläufig eher mit Subversion, mit Anarchie, mit gegen das System sein und dank der engen Verbindung von Rock und der Gegenkultur in den 1960er Jahren auch eigentlich eher mit der Linken oder dann eben auch Beispiele wie Rock Against Racism oder Live Aid in den 1970er und 1980er Jahren. Und genau deshalb hatten wir das Gefühl, dass es Sinn macht, hier ein bisschen weiter nachzufragen und dem nachzuspüren, gerade auch im Vergleich zu den Beiträgen von Martina über Rutter oder von Amanda über Lloyd Webber. Und das bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, ein Genre, das eben gerade nicht als konservativ landläufig assoziiert wird. Und da zeigt sich dann doch, dass es tatsächlich etwas komplizierter ist, als man zunächst annehmen würde, dass der Rock in den 50er Jahren eben stark von Konservativen abgelehnt wurde, dass er dort für die Konservativen eine Rolle spielte, weil man sich dagegen positionieren konnte, weil man das zu einem gewissermaßen zu einem Feindbild aufbauen konnte und dann eher so eine Politisierung von außen eingesetzt hat. Das ändert sich aber über die Zeit dann doch relativ stark. Gerade in den 70er Jahren gibt es dann auch einige Musikjournalisten, Musikkritiker, die feststellen, dass der Rock'n'Roll, der Rock selbst konservativ ist.
geworden ist mit der Zeit. Also in den 70er Jahren dann, kommt der Rock'n'Roll quasi in die Jahre und blickt selbst auf seine Anfänge zurück. Es gibt so eine Back-to-the-Roots-Bewegung, die also den Progressive Rock, der in der Zwischenzeit eine große Rolle gespielt hat, im Grunde ausschalten möchte und zu den rebellischen Anfängen zurückkehren. Und dahinter zeigt sich, dass mittlerweile sich so eine Tradition entwickelt hat im Rock, die sich eben bewahren lässt und die eben musikalisch auch konservativ angesehen werden kann. Dazu gibt es dann aber auch wiederum Verknüpfungen mit einem politischen Konservatismus. Also nehmen wir nur zum Beispiel quasi zwei der politischen Lieder der späten 60er Jahre, das Revolution von den Beatles oder Street Fighting Man von den Rolling Stones, dann scheinen die im Titel zwar genau Gegenkultur, Rebellion, progressives Denken zu verkörpern, schaut man sich die Texte aber genauer an, sieht man, dass es doch stark eine Absage genau dagegen war und dass das auf der neuen Linken auch so wahrgenommen wurde in dieser Zeit. Und selbst im Punk findet man einige Vertreter wie zum Beispiel Iggy Pop, die sich durchaus als konservativ auch in einem politischen Sinne verstanden haben und Pop zum Beispiel, der sich als Reagan-Fan geoutet hat und andere Beispiele könnte man auch anführen. Und genau das hat uns gereizt, einmal die Gegenprobe anzustellen und hier mal genauer nachzugucken nach Anknüpfungselementen für konservatives Denken oder konservative Politiken, aber auch was konservativ in einem musikalischen Sinne in der Popkultur heißen kann, am Beispiel des Rock. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch unglaublich viele Facetten rauspolieren dieses Themas, aber ich glaube, diese ersten Antworten haben schon gezeigt, wie vielschichtig das Thema unseres Schwerpunkts ist. Und ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Ihnen Appetit gemacht, diesen Schwerpunkt im Jahrgang 2022 zu verfolgen. Dann darf ich mich erstmal schon von Herrn Becker und Martina Steber verabschieden. Herzlichen Dank, dass Sie für ins Heft gezoomt zur Verfügung gestanden haben. Und ich möchte kurz noch wie üblich auf die anderen Beiträge des Januarhefts verweisen. Womit haben Sie sonst noch zu rechnen? Das ist ein sehr umfangreiches Heft diesmal geworden mit einem bunten Strauß von Themen. Das Heft wird eröffnet mit einem Beitrag von David Jünger über den Rabbiner Joachim Prinz, die Lehren aus dem Nationalsozialismus und das Engagement für die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung. Der zweite Beitrag stammt aus der Feder unseres Kollegen Manuel Morg und handelt von Arbeiterwiderstand, faschistischer Repression und internationaler Solidarität am Beispiel einer norditalienischen Kleinstadt im frühen Faschismus. Ein Beitrag von Ansbert Baumann beschäftigt sich mit Fußball und Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik zwischen 1955 und 1973, so in der Anwerbezeit. Alina Markthanner stellt am Beispiel von Marvin Bauers Perspective on McKinsey neue Quellen zur Beratungsforschung vor und analysiert so etwas wie eine Firmenbibel, wenn ich so sagen darf. Über den VFZ-Schwerpunkt haben wir ausführlich besprochen. Dazu kommt noch ein Diskussionsbeitrag von Frank Bayor und Rachel O'Sullivan. Die beiden Kollegen vom Zentrum für Holocaust-Studien am IFZ fassen die aktuelle Debatte über Holocaust, Kolonialismus und NS-Imperialismus zusammen. Und auch ich selbst bin mit einem Beitrag vertreten mit einer Dokumentation über die Lage der CSU in der Bayerischen Provinz vor der Bundestagswahl 1953. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und lade Sie schon jetzt ein zur nächsten Ausgabe von Ins Heft gezoomt. Auf Wiederschauen.